Ja, ich überreiche heute den Förderbescheid an den BS Förden für die Sanierung des Sportleims hier im Förden am Sportplatz am Aue-Stadion. Der Sportverein BS Förden hat beantragt, die entsprechende Baumaßnahme über die Gemeinde Neunkirchen-Förden mit Zuschuss zu bekommen. Und der Rat der Gemeinde Neunkirchen-Förden hat beschlossen, 50% der Baukosten der angenommenen 650.000 Euro zu bezuschussen mit einem Betrag von 325.000 Euro. Ja, und darüber wird heute ein Förderbescheid überreicht, der dem Verein natürlich die Sicherheit gibt, dass dieser Betrag dann auch für die Finanzierung zur Verfügung steht. Ja, der Sportverein will oben das Dachgeschoss ausbauen und dort zwei Kabinen mit einer gemeinsamen Duschanlage errichten. Ferner wird es oben eine Schiedsrichterkabine geben. Und dann wird im Erdgeschoss hier werden vier neue Kabinen entstehen. Also die alten werden komplett saniert, kernsaniert, Fußboden, Estrich, kommt alles raus. Und dann wird das Gebäude, wenn man so will, auf einen Neubaustandard zurückgeführt, also ausgebaut soweit. Danach wird dann hier vorne im Aufenthaltsraum der Besprechungsraum fertig gemacht. Also jetzt, wo wir uns jetzt befinden, werden wir dann einen Besprechungsraum haben für Schiedsrichter und auch für Trainerbesprechungen, Fortbildung und Ähnliches. Und wir hoffen natürlich, dass dies hier jetzt der richtige Startschuss ist, dass es jetzt dieses Jahr dann endlich auch losgehen kann nach einigen Jahren der Vorplanung. Der Landessportbund wird uns hoffentlich Ende Februar auch den Bescheid zukommen lassen, ob und wie viel die noch dazu steuern wollen zu unserem Umbauobjekt, sodass unsere Summe nicht ganz diese 325.000 Euro nachher am Ende sind.